Level 0.1. Sicher, gesichert, frei von Entitäten, Lebensschwierigkeitsklasse 0. Level 0.1 ist eine enorme Megastruktur, die in Level 0 eingebettet ist. Obwohl es groß genug ist, um als Unterebene betrachtet zu werden, wird angenommen, dass Level 0.1 vollständig innerhalb der Grenzen ihrer übergeordneten Level enthalten ist. Ein bemerkenswertes Detail über die Schwelle zwischen Level 0 und 0.1 ist, dass Eva von der Unterebene aus einer Reihe von fast identischen Etagen zu sein scheinen, die vertikal übereinander gestapelt sind. Aber der Versuch, die Decke über dem oder den Boden von Level 0 von anderswo in dem Level zu durchbrechen, führt nicht zu einem anderen Teil vom selben Level. Level 0.1 besteht hauptsächlich aus Metall und Glas, verfügt über mehrere verschiedene Räume und Kammern, die in einem glatten, fast futuristischen Style der Architektur gebaut werden. Obwohl der Großteil der Struktur extreme Anzeichen von Schäden mit freiliegenden Drähten und gebrochener Elektronik zeigt, die in vielen Teilen der Unterebene zu finden sind. Obwohl die Unterebene noch weit davon entfernt ist, vollständig abgebildet zu sein, ermöglicht es ein riesiger, ausgehöhlter Abschnitt, in dem, was vermutlich das Zentrum ist, eine gute Vorstellung von der allgemeinen Form und Struktur des Levels als Ganzes zu bekommen. Es wird angenommen, dass die Unterebene die Form einer extrem großen, kugelförmigen Schale annimmt, die den oben genannten Hohlraum umgibt. Die Schale selbst ist extrem dick und hat in der Regel die Breite von Dutzenden von Stadtblöcken. Innerhalb der Schale befindet sich eine große Auswahl in hell beleuchteten Räumen mit Schlafzimmern, Küchen, Fitnessstudios und sogar einen hydropischen Gewächshäusern in verschiedenen schlechten Zustand. Viele der Räume in dem Level sind mit automatischen Schiebetüren verbunden, von denen einige trotz des Verfalls um sie herum perfekt funktionieren. Es gibt auch viele Automaten verschiedener Designs, die die Unterebene streifen. Die wenigen, die arbeiten, führen automatische Aufgaben wie Reinigung und Kochen durch. Aspekte wie Temperatur und Beleuchtung variiert stark auf der gesamten Unterebene, je nachdem wie beschädigt ein bestimmter Abschnitt ist. Ein Großteil des Tempels ist relativ gut beleuchtet, wobei die Temperatur steigt, um die Raumtemperatur bleibt. Mehrere beschädigte Teile von Level 0 können jedoch oft fast in vollständiger Dunkelheit zurückgelassen werden und einige Abschnitte zeigen extreme Kälte oder Hitze bis zur Unüberlebensfähigkeit. Es wird angenommen, dass dies auf Fehlfunktion in einer Art internen Temperaturkeulensystem zurückgeführt ist. Level 0 behält die gleiche unregelmäßigen Eigenschaften wie Level 0, bei einschließlich der unmöglichen, mit anderen Wanderern in Kontakt zu kommen, der Fehlfunktion von Navigations- und Kommunikationsgeräten und visuelle auditive Halluzination. Aus diesem Grund wird Level 0.1 nicht als praktikabler Ort angesehen, um zu leben oder einen Außenposten einzurichten. Aber viele der Materialien, die innerhalb der Unterlevel gefunden wurden, sind äußerst wertvoll. Und es wird angenommen, dass die Mitglieder der BNTG regelmäßige Reisen zu Level 0.1 unternehmen, um ihre regelmäßigen Materialien zu ernten. Dies wird jedoch nicht von der Mac empfohlen, da diese Gefahr von Level 0 und die Schwierigkeit, die Stufe zu verlassen, nicht empfohlen wird. Wanderer können leicht zwischen Level 0 und 0.1 passieren, indem sie einfach von einem Abschnitt zum anderen gehen. Aufgrund der Weite von Level 0 ist es jedoch äußerst unwahrscheinlich, in den Hallen der übergeordneten Level auf Level 0.1 zu stoßen. Davon abgesehen wurde vorgeschlagen, dass die BNTG aufgrund der Prävalenz von Materialien aus der Unterstufe in ihrem Besitz Zugang zu einem noch geheime Methode haben könnte, um zuverlässig auf Level 0.1 zu stoßen. Abgesehen davon, dass man einfach zurück zu übergeordneten Level kommt, kann Level 0.1 auch durch zufälliges No-Clipping verlassen werden, was normalerweise zu Level 1 führt.